Pokalwettbewerbes und das vor der Rekordkulisse der Saison. 72.000 Zuschauer, ausverkauftes Stadion, die Einnahmen weit über 1 Million. Schalke 04 hat über den Pokalrausch, so wirft man der Mannschaft vor, den Zweitliga-Alltag vergessen, ist in eine spielerische Krise gekommen und ob diese Krise überwunden ist, wo man in Berlin mit 3:3 gewann und dann zu Hause mit 2:0 siegte, ansonsten glatte Ergebnisse für Schalke, ebenso wie für den Gegner, für den FC Bayern. Anstoß durch Schiedsrichter Wolf-Günther Wiesel. Ball ausführen. Bis auf Karl-Heinz Rummenigge, der gesamte FC Bayern in der eigenen Hälfte. Ja, und ein schöner Schuss von Matthias Schipper. Rummenigge, Michael Rummenigge. Und Karl-Heinz Rummenigge das 1:0. Schiedsrichter zeigt auf den Anstoßkreis. Dritte Spielminute, das 1:0 für den FC Bayern, den Favoriten im Gelsenkirchener Parkstadion. 23 Tore hat Karl-Heinz Rummenigge in der Bundesliga erzielt. Dies ist sein erstes Pokaltor. Die Wiederholung, die Vorarbeit von seinem Bruder Michael, der im Pokal viel erfolgreicher war. Und dann Karl-Heinz Rummenigge, der sich eine solche Chance natürlich nicht entgehen lässt. Unruhe unter den Fans. Bernd Diessen, die Schalker tauschen geschickt die Positionen. Ja, und zum zweiten Mal Verwirrung in der Bayernabwehr. Der Gegenzug über Lerby. Schöner Pass auf Matti. Michael Rummenigge in der Mitte, noch immer Matti. Doppelpass mit Matti und das 2:0. Sehr schön herausgespielt von den beiden Jungen im Team des FC Bayern. Reinhold Matti, der sich von Spiel zu Spiel verbessert im Doppelpass mit Michael Rummenigge. Das 2:0, 12 Minuten sind in Gelsenkirchen gespielt. Noch einmal in der Zeitlupe diese schöne Aktion. Matti selbstbewusst, Doppelpass mit Michael Rummenigge und durch die Beine von Walter Jungmanns. Bruder Lattek, der jetzt ruhiger wirkt. Mit 2:0, da lässt sich schon anständig leben in einem Halbfinalspiel im Pokal. Bin gespannt, ob Trainer Dieter Empferner auf diesen Rückstand reagiert. Die Alternativen sind nicht allzu groß auf der Schalker Bank, dies vorweg. Foul von Nachtweier an Klaus Täuber. Wer wird schießen? Täuber oder Diessen? Täuber schießt. Schipper, der großgewachsene, geht mitten in den Strafraum. Und Thomas Kruse. Der 1:2-Anschlusstreffer durch Thomas Kruse. Ich weiß nicht, ob wir ein ähnlich spannendes Spiel erleben werden wie gestern bei Gladbach gegen Werder. Wiederholung. Der Freistoß von Täuber. Dann steht Kruse völlig frei. Keine Chance für Jean-Marie Pfaff, der Anschlusstreffer. Und das ist Dieter Empferner, der 42-jährige Trainer von Schalke 04. Hier ist ein Pass auf Olaf Thon. Schön macht er das. Und der Ausgleich. Sehr schöner Pass von Diessen und noch schöner, wie der junge Olaf Thon in der 19. Minute den Ausgleich erzielt. Wunderbar, butterweich nimmt er diesen Ball an, überlistet die Bayernabwehr und lässt auch Torwart Jean-Marie Pfaff keine Chance. Noch einmal der Pass. Augenthaler und dann Thon. Keine Chance für Jean-Marie Pfaff. Gestern ist dieser Olaf Thon 18 Jahre alt geworden. 14 Tore hat in der Bundesliga bereits für Schalke erzielt. Und wenn er auf dem Teppich bleibt, das sagen viele, die ihn besser kennen als ich, als sie, dann hat er die Chance, endlich mal wieder ein Großer zu werden. Ein Schalker Eigengewächs. Der Ausgleich also durch Olaf Thon und Michael Rummenigge. Das 3:2. Bruder Lattek, wir unterhielten uns vor dem Spiel und er sagte, ein solches Pokalspiel wie gestern hat er noch nie gesehen. Vielleicht wird er heute an sein eigenes denken.
Michael Rummenigge, 3:2. Michael Rummenigge, sehr schön hat er sich da freigestohlen. Ein schöner Seitfallrückzieher. Dornberger muss vorsichtig sein, er hat also bereits seine gelbe Karte im laufenden Pokal. Thon, sehr schön angenommen. Wunderbar, wie Thon diesen Ball annimmt, direkt schießt. Nachtwey. Ja. Gefährlicher Kopfball war das von Hans Flügler. Gefährlich der Schalker Täuber gegen Bayer Lorzer und an die Latte. An die Latte. Anstoß zur zweiten Halbzeit durch Schalke 04. Beide Trainer vertrauen den 11 Spielern jeweils, die ersten 45 Minuten. Die Schalker müssen das jetzt ein bisschen schneller machen und in der Mitte Olaf Thon und Augenthaler, der am Ball vorbeischlägt. Thon. Ja, und da war der kleine Thon wohl doch ein bisschen überfordert gegen diesen Routinier Jean-Marie Pfaff. Da hier noch einmal andeuten mit einer Geste. Norbert Nachtwey, 21 Spieler in der Hälfte von Schalke 04. Karl-Heinz Rummenigge. Nachtwey, sehr schöner Schuss an den Außenposten, an den Pfosten. Den Ball mit Außenriss geschossen. Entfernung gut und gern 25 Meter. Schönes Direktspielton, da hätte er den Ball vielleicht. Oh! Gefährliche Rückgabe von Bayer Lorzer. Das, was dort passiert ist im Strafraum, das war sicher keine Absicht. Thon. Dann Bayer Lorzer mit dieser schwachen Rückgabe. Und Stichler, der hineingrätscht und dann natürlich nicht mehr bremsen. Kruse. Täuber. Schipper. Und wer ist da? Olaf Thon. Olaf Thon mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel. Die 61. Minute. Schalke 04 gleich aus, die Sensation, für mich zumindest, ist perfekt. Noch einmal der Pass von Täuber auf Schipper. Die Flanke nach innen, der kleinste Mann erreicht diesen Kopfball. Erneut katastrophaler Abwehrfehler beim FC Bayern. Und das Pokalspiel Schalke 04 gegen den Gast aus München ist wieder offen. 3:4. Noch immer Täuber. Bertram Bayerlorzer rennt im letzten Augenblick. Bruno Lattek scheint die Welt nicht mehr zu verstehen. Täuber. Abramczyk. Abramczyk. Und Tor durch Peter Stichler. Tor durch Stichler, den man mit einem 8. Erneut ein Kopfballtor und erneut gegen diesen Schalker Treffer ein grober Spitzer der FC Bayern Abwehr. Niemand bei ihm, keine Chance für Jean-Marie Pfaff. 72 Minuten wird gespielt und die Sensation in Schalke scheint perfekt. Sören Lerby, Michael Rummenigge und das 4:4. Tja, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Ich weiß nicht, ob die Bayern damit gerechnet haben, die Schalker wohl mit Sicherheit nicht. Michael Rummenigge. Sein zweites Tor in dieser Begegnung. 79 Minuten sind gespielt. Die Verlängerung droht. Publikum fordert den Abpfiff. Flügler. Lerby. Karl-Heinz Rummenigge. Und dann ist endgültig die reguläre Spielzeit abgepfifft. Der FC Bayern hat Anpfiff zur ersten Halbzeit der Verlängerung. Und beide Mannschaften haben noch einmal die Seiten gerettet. Kruse,
Ton, schönes Direktspiel. Auf Jakobs. Jakobs und Jean-Marie Pfaff. Jean-Marie Pfaff mit einer riesen Rettungstat gegen Michael Jakobs, den Bewacher von Karl-Heinz. Von Bayern Flügler. Flanke mit dem linken Fuß, Knute Simon. Dieter Hönes steigt am höchsten. Fehler von Walter Junghans. Und das ist die Entscheidung. Das darf nicht wahr sein, meine Damen und Herren. Walter Junghans liegt völlig zerstört am Boden. Der Mann, der hier ohne Fehl und Tadel gehalten hat. Und Dieter Hönes nutzt diesen Fehler. Sicher keine riskante Rückgabe von Bernhard Dietz. Wir werden das jetzt sehen nach diesem Freistoß von Norbert Nachtwey. 110 Minuten sind gespielt, jetzt kommt Dietz, lässt ihm den Ball und er rutscht ihm unter dem Arm durch. Dieter Hönes setzt nach, der Ball war frei, konnte gespielt werden und erzielt das 5:4. Dasselbe Ergebnis also wie gestern im Pokalspiel zwischen Gladbach und Werder Bremen. Ein ähnlich dramatischer, ein ähnlich sensationeller Spielverlauf und wenn dies der letzte Treffer war, mit solch einem Ende, hat wohl niemand gerechnet. Knute Simon! Ja, das ist ein dramatisches Spiel. Ferner wie Klaus Schlappner pausenlos unterwegs. Bernhard Dietz und der Ball ist im Netz! Bernhard Dietz und der Ball ist im Netz. Ja, das ist unglaublich, ein solch dramatisches Spiel. Unfasslich. Dreimal sah der FC Bayern wieder sich für Sieger aus. Einmal Schalke 04, dann schienen die Zweitligisten bereits geschlagen. Und nun Bernhard Dietz, der Mann, dem ich dieses Tor gönne. Ein vorbildlicher Profi, der mit dem linken Fuß den Ausgleich erzielt. Dieter Ferner. Und ausgleichende Gerechtigkeit vielleicht für den Fehler von Walter Jung. Links im Kampf außen. Der Kampf war vorbildlich. Rummenigge auf Dieter Hönes, nicht im Abseits. Hönes hat lange genug gewartet. Ist das die Entscheidung? Das ist sie. Das muss sie sein, meine Damen und Herren. Das 6:5 durch Dieter Hönes. 3 Minuten vor dem Ende der Verlängerung. Der Pass von Karl-Heinz Rummenigge, Hoeneß, der lange gewartet hatte, damit er nicht ins Abseits lief und er jetzt gegen Walter Junghans die Nerven bewahrt. Und zum zweiten Mal wird der Schalker Torwart durch einen Schuss durch die Beine geschlagen. Kein Zuschauer hat das Stadion verlassen, vielleicht die letzte Aktion. Ton! Und erneutes Foulspiel, Foulspiel von Kraus an Diersen. Och, der Schiedsrichter, die Mannschaft, welcher Druck jetzt auf den Spielern. Wolf-Günther Wiesel korrigiert die Mauer. 9,15 Meter vom Ball. Ton läuft an. Und Diersen schießt. Knute Simon. Und Ton! Das gibt es nicht, meine Damen und Herren, das gibt es nicht. Ein solches Spiel habe ich noch nicht gesehen. Die reguläre Spielzeit ist seit 2,5 Minuten zu Ende. Schalke 04 scheint zum vierten Mal in dieser Begegnung besiegt. Und dann erneut der Ausfall. Ein unfassliches Spiel. Spannung, Dramatik, Tore. Besser, schöner kann man sich Fußball nicht vorstellen. Was der Pokal und was die letzten Spiele in der Meisterschaft an Werbung für den Fußball gemacht haben, ist nicht wieder gut zu machen.